So, überbringe Swanhild die Nachricht von Hunwalds Tod. East Anglia, ne? Da war doch der zuletzt der König. Ne, bei uns in der Base. Ach, Swanhild wohnt ja jetzt bei uns, stimmt. Ja, gut. Oh, gab wohl der Punkte. Swanhild. Ein schöner Tag, nicht wahr? Nee, nicht wirklich. Eivor? Swanhild, ich... Nein, bei den Göttern, sag es nicht. Bitte, Eivor, sag es nicht. Es tut mir leid. Oh, mein Hunwald. Nein, mein armer Schwan. Er hat tapfer gekämpft und uns in der Schlacht zum Sieg verholfen. Dein Hunwald starb als Held. Und als solcher werden wir uns an ihn erinnern. Oh, Götter. Er wäre in Ohnmacht gefallen, hätte er solche Worte von deinen Lippen gehört. Vielen Dank. Eivor. Danke. Er wandelt jetzt unter Kriegern. Ja, der Glückliche. Ich schätze, das tut er. Ich weiß, dass Worte deine Wunden nicht heilen können. Ich lasse dich in Ruhe trauern. Du sollst wissen, dass wir immer für dich da sind, wenn du uns brauchst. So, jetzt sind wir noch zu Randvi, aber wir haben doch den König noch nicht besiegt. Ich habe etwas für dich. Eine, ja, seltsame Nachricht. Du hast etwas für mich? Worum geht es? Ein Brief. Man erbittet deine Anwesenheit im Südwesten, in einem Dorf namens Etelnay. Nun, ich werde oft gerufen. Was ist daran so besonders? Mich wundert nicht der Empfänger, sondern der Absender. Die Nachricht wurde mit armer Mitstreiter Christi signiert. Ah, unser geheimnisvoller Helfer. Eine Zeit lang dachte ich, es wäre Basim, der uns die Namen dieser Ziele übermittelt. Das schien mir das Wahrscheinlichste. Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Vielen Dank, Heitam. Ich kümmere mich darum. Okay. Ich hab eine Vermutung. Aber wir reden erst mal mit Randvi. Ich grüße dich. Hamtunshi ist gefallen. Und mit ihm das Königreich Westsexe. Oh, ist echt abgeschlossen. Doch der Preis war hoch. Vielleicht zu hoch für das, was wir erhielten. Ruh dich aus. Das hast du dir verdient. Zu viele mussten leiden. Die Zeit wird zeigen, ob es das wert war. Du hast ganz Engelland befriedet, aber noch nicht alle Wunder dieser Welt gesehen. Erkunde sie weiter und schreibe deine Saga fort. Ja, die restlichen Mitglieder, ich lerne die verborgenen Inhalte. Ja, danke. Spackt denn hier die Sonne so durch? Ich gehe mal in mein Gemach, weil die... Hat ja gesagt, ich soll mich ausruhen. Vielleicht gibt es ja hier zufällig irgendwas Neues. Nö, hier kann ich auch nichts ablegen. Schlafen will ich nicht. So. So,
So, gucken wir erstmal bei der Quest kurz. Der arme Mitstreiter. Ja, okay. Das wäre wirklich die nächste Quest. Aber mit dem Orden hat das, glaube ich, nichts zu tun. Nein. Oh, wir bekommen jetzt wahrscheinlich raus, wer das ist, wer uns geholfen hat. Da sind bestimmt Runen drin. Ja. So, und dann jetzt geht es hier unten weiter. Optisch schön. Esselnee. Ich könnte auch mal wieder ein Fest machen, aber kein Bock. Aber zum Glück habe ich das hier. Sonst hätte ich schon einen weiteren Weg dahin. Ja, sehr gut. Müsste ja theoretisch jetzt mit dem Pferd da ins Bild kommen. Alles in Ordnung? Ja, hallo. Ich wollte eigentlich nicht stören, aber ich suche jemanden. Und wer soll das sein? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Kann gut sein, dass du ihn deshalb nicht findest. Du kannst dich aber gerne hier umsehen, wenn du willst. Ich danke dir. Umsehen, nicht hinlegen und schlafen. Macht er wirklich. Und weg. Das sind Seelenkuchen, mein Herz. Weißt du, was das ist? Und ob. Ich liebe sie. Sie sind ziemlich klein, gerade so groß wie eine Faust und verbrennen schnell. Also gib gut Acht. Und die Butter, soll ich sie bestreichen? Das musst du nicht. Die Butter brauchen wir fürs Abendessen. Ich freue mich darauf. Also dann werde ich sie dir überlassen, falls du mich brauchst. Ich bin gleich nebenan. Ein herber Rückschlag gegenüber deinem letzten Posten. Ja. Ah ja. Als ihr Gast habe ich eingewilligt, bei der Hausarbeit zu helfen. Sie bieten mir ein Bett, ich bewache die Kuchen. Kommt es Ihnen nicht seltsam vor, Ihrem König Befehle zu geben? Oder wissen Sie es nicht? Das Wissen würde niemandem etwas bringen. Ich las deine Nachricht. Du hast keine Mühen gescheut, um dich selbst als dieser arme Mitstreiter Kesti zu verschleiern. Wenn ich mich recht entsinne, hast du dir sogar selbst einen Brief in Winchester geschickt. Ziemlich gerissen. Der Orden wollte meinen Tod. Ich musste vorsichtig sein. Du sagtest damals, du wüsstest nichts vom Orden. Du hast dich dumm gestellt. Und doch wusstest du alles. Ihre Namen, ihre Pläne. Gehst du ein paar Schritte mit mir? Du siehst gut aus, Eivor. So fühle ich mich auch. Die Kriege sind vorbei und meine Siedlung gedeiht. Die Kriege sind nicht vorbei. Du hast nur aufgehört zu kämpfen. Doch Menschen schmieden weiter Pläne in den Metallen und Schlafzimmern. Du wirst sehen. Und wie geht es dir, Elfred?
Gewöhnst du dich an den Gedanken, nichts Besonderes zu sein? Mir geht es gut. Viel besser als gedacht. Dieses Exil hat mir eine Art beruhigenden Frieden gebracht. Jeden Morgen wecken mich die Sonnenstrahlen und die Kormorane. Ich bade im kalten Sumpfwasser, esse von Sträuchern und trinke aus Eimern. Ein wahrlich gutes Leben. So einfach. So selig. Ich war noch nie so weit im Westen. Ich finde es äußerst friedlich hier. Beruhigend. Ich kam einen langen Weg für diesen einen Namen, Alfred. Wer ist der Großmagister des Ordens? Sag deinen schattenhaften Freunden, Englerland wäre gesäubert. Du bist fertig. Du. Ich wollte den Titel des Großmagisters nicht. Er fiel mir nach dem Tod meines Bruders zu. So wie ihm von meinem Vater. Schänder von Gottes Erhabenheit und Würde. Ich war ihr Meister. Und ich verabscheute sie. Mit Godwin brachte ich einen Plan ins Rollen, den Orden von innen zu vernichten. Doch mein Ärger mit den Dänen verzögerte diesen Plan. Aber dein Ärger mit diesem Dänen führte zu ihrem Untergang. Du bist aus Nordwege, oder? Du hast ein gutes Ohr. Ich schulde dir meinen Dank, Eivor. Der Schlüssel zu meiner Schreibstube, den hast du dir verdient, damit du verstehst, wie viel Gutes du getan hast. Da der Orden nun zerschlagen ist, bereitest du den Weg für eine größere Idee, die seinen Platz einnehmen wird. Ein allumfassender göttlicher Orden, beflügelt durch Gott für die Erneuerung der Menschheit. Mit einem armen Mitstreiter an der Spitze. Du rettetest Englerland. Ganz gleich, ob es deine Absicht war. Und jetzt lass Englerland dich retten. Englerland gibt es nicht mehr, Herr. Du bist der Letzte seiner Könige. Und doch hast du kein Königreich. Sieh dich um. Gottes Werke sind wunderbar. Niemand kann sie leugnen oder ihnen widerstehen. Mit der Zeit werden all die aufblühen, die Gott anerkennen. Und alle, die ihm trotzen, werden vergehen. Solltest du in Englerland bleiben, wirst auch du eines Tages ein Untergebener. Oh, verflixt. Die Kuchen sind verbrannt. Wo steckt dieser Mann? Junger Mann, wo hast du dich verkrochen? Mist. Jetzt werde ich wieder Laken waschen müssen. Wer weiß, ob wir uns wiedersehen, Eivor. So Gott will, begegnen wir uns vielleicht als Herrscher. Ich komme, gute Frau. Hier bin ich. Ach, wieder krass. Das habe ich noch nie gehabt bei Assassin's Creed. Ich traue dem Ganzen noch nicht, aber das wäre mal was Neues. Dass man gegen den Großmeister nicht kämpfen muss, weil der keinen Bock darauf hatte, die ganze Zeit. Alfred gab mir den Schlüssel zu seiner Schreibstube. Sie ist irgendwo in Winchester. Und ich musste nicht mal gegen ihn kämpfen. Na. Bin ich irgendwie geil. Das hat ja auch mal was. Ich habe mich noch auf einen ganz schweren Kampf eingestellt, ehrlich gesagt. Weil ich fand, Bassim fand ich jetzt nicht so krass. Also es war ein bisschen nervig, aber wenn man es dann geblickt hat, ging's. Und gegen Thor war eigentlich auch okay. So, in Winchester. Habe ich nicht noch eine Quest dafür direkt? Geil, das sind nur noch Nebenquests. Nee, ich gehe erst nach Winchester. Warte mal. Im Inventar, das steht doch bestimmt, wofür der Schlüssel genau ist. Der hat doch in Winchester oben so eine Kammer gehabt. Wo wir den das erste Mal getroffen haben. Das muss ich noch finden. Ich kann mich auch noch erinnern, wie das ungefähr aussah. Handelsgüter. Münster von Winchester. So, dann suchen wir das Münster auf. Welt. Das Münster. Genau. Würde ich Schnellreise dahin machen? Nein, das nicht. Nicht verfügbar, warum? Boah.
versuchen wir es erneut. Weise mich nur an und ich gehorche. Gucken wir mal, ob es geht. Ach, wieso drücke ich mich denn immer? Nicht verfügbar, ich muss es dahin reiten. Okay, würde ich sagen, machen wir im nächsten Part. Ich bedanke mich. In der Nähe des Afina bei Ulchtun. Alfred erwähnte, dass hier die Schlacht mit Ober stattfand. Ah.